Liebe Berlinerinnen und Berliner, liebe Eltern, liebe Jugendliche. Aktuell wird uns angesichts der schnellen Ausbreitung des Coronavirus geraten, zu Hause zu bleiben. Home-Arbeitsplätze werden eingerichtet, Schulen und Kitas sind geschlossen, Freizeitangebote finden nicht mehr statt. Man soll zu Hause bleiben. Eine große Herausforderung für uns alle. Wenn räumliche Distanzierung von uns gefordert wird, dann freuen sich manche. Und anderen fällt das Zuhausebleiben echt schwer. Wie füllen wir die Zeit, ohne dauernd online zu sein? Vor allem, wenn es ohnehin schwerfällt, das Smartphone oder die Spielkonsole auch mal wegzulegen. Was können wir denn in den eigenen vier Wänden eigentlich noch machen, was Spaß macht? Vielleicht fällt es auch schwer, zu Hause zu sein, weil es zu Hause oft Ärger gibt. Weil zum Beispiel jemand zu viel Alkohol trinkt. Oder die aktuell sehr unsichere Situation zusätzlich Druck zu Hause macht. Kiffen zum Beispiel hilft hier nicht wirklich, den Druck abzubauen oder loszuwerden. In dieser Zeit ist es besonders wichtig, dass wir Unterstützung und Tipps anbieten für das Miteinander zu Hause. Und dass diejenigen, die eine besondere Last zu tragen haben, die notwendige Hilfe bekommen, auch auf digitalen Wegen. Daher werden wir ab morgen regelmäßige Informationen auf unserer Webseite www.berlin-suchtprävention.de einstellen. Zum Beispiel kurze Filme für den Alltag zu Hause, im Homeoffice oder in der Freizeit oder für die Online-Schule. Für Fragen und Sorgen rund um das Thema Suchtmittel und riskanten Konsum sind wir auch in einem Online-Chat auf www.berlin-suchtprävention.de für Sie und euch da. Und wie immer können Sie uns natürlich zu den Öffnungszeiten anrufen. Wir beraten Sie kostenlos und kompetent. Nutzen Sie unsere Angebote, gerade in solch unsicheren Zeiten. Wir unterstützen gerne. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut, Ihre Fachstelle für Suchtprävention Berlin.